Kairo Anfang 2011. Das politische Machtgefüge der arabischen Welt gerät aus dem Gleichgewicht. Die Menschen rebellieren gegen das bestehende System. Sie riskieren ihr Leben für demokratische Selbstbestimmung. Vorbei scheinen die Zeiten, als fremde Mächte regionale Potentaten einsetzten oder massiv unterstützten, um sie bei missliebigem Verhalten wieder zu stürzen. Diese Politik sorgt seit Jahrzehnten für Unruhe im Nahen und Mittleren Osten. Natürlich haben wir es hier auch mit dem Phänomen nachkolonialer Entwicklungen zu tun. Verschiedene Kolonialmächte haben um das Mittelmeer herum ihre Einflussgebiete gehabt. Das alles spielt im arabischen Lager eine große Rolle. Und dann ist natürlich das Verhältnis Israel und palästinensisches Volk ein ganz entscheidender Punkt und heute die Schlüsselfrage, die es zu lösen gibt. Jeder Politiker, der bisher den Frieden mit dem Gegner suchte, musste damit rechnen, von Extremisten aus den eigenen Reihen ermordet zu werden. Es gibt zwei Dinge, nicht wahr? Es ist für die Palästinenser, sie leben ja nun praktisch in der Nachbarschaft ihrer früheren Heimat, nicht wahr? Das schmerzt. Und für die Israelis ist es so, das hat die Erfahrung gezeigt, wenn sie Konzessionen machen, wird das, sagen wir, nicht als Zeichen des Entgegenkommens gewertet, sondern als Zeichen der Schwäche. Seit Generationen stehen sich die Kontrahenten unversöhnlich gegenüber. Es gilt das biblische Prinzip: Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ein Konflikt, der so lange anhält, wird natürlich ideologisch überhöht. Er wird auch religiös überhöht. Und wir sehen das auf den beiden Seiten. Wir haben nationalistische Extremismen, wir haben religiöse Extremismen, die das Land selber zum Teil heiligen, religiös überhöhen, den ganzen Konflikt darstellen als einen Konflikt zwischen Judentum und Islam, zwischen Islam und dem Rest, zwischen dem Westen und dem Islam, zwischen dem Judentum und dem Antisemitismus der Welt. Also eine ganze Menge von Überhöhungen, die letztlich alle ignorieren. Es geht um eins, ums Land. Wird der Konflikt je gelöst? Kann es dauerhaften Frieden geben? Gelingt es Fundamentalisten, die Situation eskalieren zu lassen? Palästina vor dem Ersten Weltkrieg. Hier leben ungefähr 600.000 Araber und weniger als 40.000 Juden. Seit dem 16. Jahrhundert steht das Land unter osmanischer Herrschaft.
Der nahöstliche Teil des türkischen Großreiches gliedert sich in die Provinzen Mesopotamien und Syrien. Etwas abgelegen Palästina mit der Hauptstadt Jerusalem. Dies ist die heilige Stadt dreier Weltreligionen. Die Christen huldigen Jesus Christus in der Via Dolorosa. Der Felsendom ist eines der Hauptheiligtümer des Islam. Die Muslime glauben, dass der Prophet Mohammed von hier in den Himmel aufgefahren sei. Direkt unterhalb befindet sich die Klagemauer, für die Juden das Symbol für ihren ewigen Bund mit Gott. Hier beten sie für die Heimkehr ihres Volkes ins gelobte Land. Der Hintergrund des modernen Zionismus liegt eindeutig in Europa. Vorwiegend Westeuropa, was die Herausbildung von Nationalideen und Nationalbewegungen angeht. Ost- und Westeuropa, was die Entstehung des Antisemitismus, also einer bestimmten Form der Judenfeindschaft, betrifft. Und aus diesem Zusammentreffen von Antisemitismus auf der einen Seite und nationalem Denken, nationaler Bewegung auf der anderen Seite, hat sich im ausgehenden 19. Jahrhundert zunächst in West- und dann in Osteuropa der Zionismus herausgebildet als eine politische Strömung, die davon ausgeht, dass die Juden nicht einfach eine Religionsgemeinschaft sind, sondern ein Volk wie andere Völker. Und dass sie in dieser Eigenschaft als Volk Recht auf einen eigenen Staat haben. Theodor Herzl ist der Intellektuelle, der sich hier an die Spitze setzt und es tatsächlich schafft, eine Bewegung innerhalb der Juden Europas zu schaffen. Am Anfang noch gar nicht so, dass er alle hinter sich bringen könnte, aber jedenfalls eine Bewegung, die Gehör findet und sagt, wir brauchen den Staat für unser Volk. Theodor Herzl, ein jüdischer Journalist aus Wien, entwickelt in Reaktion auf antisemitische Strömungen in Europa die Idee, einen Staat für die in aller Welt verstreuten Juden zu gründen. Das Buch, das er zu diesem Thema geschrieben hat, mit dem plakativen Titel Judenstaat, kam 1896 heraus und war gewissermaßen das Manifest der sich erst langsam herausbildenden zionistischen Bewegung. Herzl weiß, dass er für seinen Plan einflussreiche Unterstützer braucht. Der Vorsitzende des zionistischen Weltkongresses wendet sich also an den deutschen Kaiser Wilhelm II. Dessen Zustimmung hätte der Idee zur Staatsgründung enormen Auftrieb gegeben. Doch der Monarch sucht das Bündnis mit dem Sultan des Osmanischen Reiches. Und der weigert sich, den Juden Land zu geben. Die deutsche Regierung wird sich also nicht auf die Seite der Zionisten stellen. Es hat lange gedauert, bis sozusagen die Herzlsche Idee oder die Idee des Judenstaates, die große Idee für die Juden Europas wurde. Es waren am Anfang Minderheiten, die sich Herzl angeschlossen haben und die dann auch angefangen haben, nach Palästina zu gehen und Siedlungen aufzubauen. Seit Ende des 19. Jahrhunderts wandern vor allem osteuropäische Juden nach Palästina aus. Sie fliehen vor den in Russland und Polen stattfindenden Pogromen. Unter dem Eindruck der zionistischen Bewegung kamen immer mehr junge Juden, mehr Männer als Frauen, nach Palästina, die beflügelt waren von einem zionistischen Gedanken, häufig auch von einem sozialistischen Gedanken. Und die in Palästina eine neue jüdische Gemeinschaft, quasi ein neues jüdisches Volk schaffen wollten. Es gibt das religiöse Argument, dass dies das von Gott versprochene Land der Vorväter ist und dass man das Recht habe, weil es eben in der Bibel, zumindest in dem, was wir das Alte Testament nennen, steht, dass die Juden dieses Land besiedeln dürfen, weil es ihnen versprochen ist. Das Schlagwort, das vor allem im Laufe des 20. Jahrhunderts für Palästina geprägt wurde, war, dass es gewissermaßen auf die Juden warte, weil es ein Land ohne Volk für ein Volk ohne Land sei.
Das ist ein politischer Slogan, den man als solchen erkennen muss. Denn wenn man danach fragt, wer in Palästina lebte, dann ist richtig, dass das Gebiet recht dünn besiedelt war. Aber es war besiedelt. Es gab Städte, es gab Dörfer, es gab landwirtschaftliche Aktivität. Insofern ist der Slogan als politischer wirklich wahrzunehmen, wenn nicht überhaupt zu entlarven. Es war keineswegs ein Land ohne Menschen. Es war auch kein Land ohne Kultur. Der Erste Weltkrieg verschont auch Palästina nicht. Das Osmanische Reich ist mit den Deutschen verbündet und greift die Briten im benachbarten Ägypten an. Die schlagen die Attacken zurück und gehen ihrerseits in die Offensive. Im Laufe des Ersten Weltkrieges gewann dieses Territorium an Bedeutung, weil die Briten, die ja ohnehin schon in Ägypten saßen, das sie zu einer Art Kolonie gemacht hatten, und die von Indien kommenden und im Irak einmarschierten, dieses Land gewissermaßen als Zwischenstück brauchten, zwischen ihren beiden Heeren, und dadurch mehr als zuvor darauf achteten, in Palästina selber das Sagen zu bekommen. Und das ging nur auf dem Weg der Eroberung. Und wir beobachten also von 1917, 18 ausgehend den britischen Einmarsch von Ägypten kommend in Palästina, die Eroberung Palästinas von den Osmanen. Türken und Deutsche haben den Truppen des Empire wenig entgegenzusetzen. Auf britischer Seite kämpfen auch Inder und australische Truppen. Noch bevor der Sieg in Palästina endgültig errungen ist, machen sich britische Politiker daran, die zu erwartende Beute mit ihren Verbündeten aufzuteilen. Sie haben sich mit der arabischen Nationalbewegung verbündet und ihnen zugesagt, einen arabischen König einzusetzen. Und sie haben sich gleichzeitig mit den Franzosen darauf geeinigt, die arabischen Gebiete des Osmanischen Reiches nach Ende des Krieges in ein französisches und ein britisches Mandatsgebiet aufzuteilen. Und sie haben über die Balfour-Erklärung der jüdischen Nationalbewegung Unterstützung zugesagt. Die Balfour-Erklärung wurde am 2. November 1917 bekannt und hatte eine ganz eigenartige Form, nämlich die Form eines offenen Briefes des britischen Außenministers an das Oberhaupt der zionistischen Organisation in Großbritannien. Die Regierung seiner Majestät betrachtet die Errichtung einer nationalen Heimstätte für das jüdische Volk in Palästina mit Wohlwollen und wird keine Mühe scheuen, um die Erreichung dieses Zieles zu erleichtern. Wobei allerdings von der Voraussetzung ausgegangen wird, dass dabei nichts geschieht, was die bürgerlichen und religiösen Rechte der in Palästina bestehenden nichtjüdischen Gemeinden oder die Rechte und die politische Stellung der Juden in irgendeinem anderen Lande beeinträchtigen könnte. Das müsste man nun Wort für Wort auseinandernehmen. Es war jedenfalls äußerst sorgfältig formuliert, auch vorher schon abgestimmt mit dem amerikanischen Präsidenten. Und das Hauptziel dieser Erklärung war, unter Juden in Europa, sowohl im Deutschen Reich wie auch im Russischen Reich, Unterstützung für die Briten im Vorderen Orient und überhaupt im Ersten Weltkrieg zu gewinnen. Und das vor dem Hintergrund der Annahme, die Juden seien eine politische Größe. Die Briten haben natürlich während des Krieges ihre Balfour-Deklaration gemacht. Ich war für eine Heimstätte der Juden. Es war nicht mehr von einem jüdischen Staat die Rede, aber Palästina war doch definiert worden als eine Heimstätte für die Juden, womit sie also auch, sagen wir, die jüdischen Interessen in den USA vor allem auf ihre Seite ziehen wollte. Damals noch nicht eine solche Rolle, aber eben, es gab eben doch eine große finanzielle Macht dahinter. Also diese Vorstellung, dass es ein doch in irgendeiner Weise organisiertes Judentum, also ein Weltjudentum gäbe, hat ja eine ganz alte Geschichte und war tatsächlich in Großbritannien, in Frankreich, in Deutschland und in unterschiedlichen osteuropäischen Gesellschaften lebendig. Und zwar hier durchaus in einem positiv belegten Sinne, die Juden als Größe, mit denen man sich auch in der einen oder anderen Weise verständigen muss. Nachdem der osmanische Widerstand in Palästina weitgehend gebrochen ist, nehmen britische Truppen am 9. Dezember 1917 Jerusalem ein. Als besondere Ehrenbekundung für die heilige Stadt
zieht der britische Oberkommandierende Edmund Allenby, obwohl er General der Kavallerie ist, zu Fuß durch das Jaffa-Tor in die Jerusalemer Altstadt ein. Hier trifft er sich mit den Vertretern der unterschiedlichen Religionen und Konfessionen. Die Hoffnungen waren höchst gemischt. Also man kann ganz sicherlich nicht davon reden, dass die breite arabische Bevölkerung sich nun freudig auf Allenby vorbereitet hätte und ihm hoffnungsvoll entgegengetreten wäre. Auf jüdischer Seite waren die Stimmen unterschiedlich. Es gab auch unter der jüdischen Bevölkerung in Palästina durchaus loyale Kräfte, die den osmanischen Sultan bis zuletzt gestützt hat. Und es gab solche, sicherlich eher solche auch zionistischer Observanz, die darauf hofften, dass die osmanische Herrschaft gestürzt werden würde und eine westeuropäische Macht, noch dazu Großbritannien, vor Ort das Kommando übernehmen würde und das zionistische Streben nach einem eigenen Staat unterstützen würde. Nach der Eroberung Jerusalems zieht das britische Heer weiter nach Norden, Richtung Damaskus. Tiberias am See Genezareth wird eingenommen. Einige Tage später überqueren australische Einheiten den Jordan. Unterdessen haben sich auch arabische Truppen unter dem Kommando eines Sohnes des Scherifen von Mekka gegen die Türken erhoben. Prinz Faisal ist ein Verbündeter der Briten. Sein Verbindungsoffizier heißt Thomas Edward Lawrence, der legendäre Lawrence von Arabien. Lawrence als britischer Offizier war als Liaison und auch als Unterstützer eingesetzt, um dem arabischen Aufstand oder der arabischen Revolution gewissermaßen Militärhilfe, logistische Hilfe oder Expertise eines erfahrenen Offiziers zu bringen. Er hat zunehmend dann aber auch die Position der Araber selber für sich adoptiert und gleichzeitig versucht, seinen Vorgesetzten zu erklären, dass die Araber ein legitimes Ziel haben, wenn sie eben von Damaskus aus als Könige oder zukünftige Monarchenfamilie die ehemals arabischen Provinzen des Osmanischen Reichs regieren wollten. Die Briten haben immer eine gewisse nostalgische Hinwendung auch zu dem Beduinenleben gab. Ich sage, Lawrence war ja auch eine romantische Angelegenheit. Dann natürlich war es der Weg nach Indien. Sie wollten den durchgehende Achse haben von Kairo bis nach Indien rüber. Und Iran hatte sie auch weitergehend unter ihre Kontrolle gebracht. Es war klassischer Imperialismus. Nur passte er nicht mehr in die Zeit hinein. Mit Lawrence zog ein arabisches Korps von Mekka und Medina nordwärts ins heutige Jordanien und Palästina bis in das heutige Syrien und Damaskus. Lawrence war also auf der einen Seite Ansprechpartner der arabischen Kämpfer, andererseits aber doch Vertreter seines Königs und seiner Regierung. Arabische Verbände ziehen 1918 in Damaskus ein. Damit ist die Niederlage des Osmanischen Reichs besiegelt. Faisals Traum von einem eigenen Königreich scheint sich zu erfüllen. Für Großbritannien war Faisal und war die arabische Revolte einfach eine lokale Unterstützung für ihren Krieg gegen das Osmanische Reich. Und sicherlich auch eine glaubwürdige Alternative, insofern als eine arabische Nationalbewegung Faisal eher akzeptiert hätten als einen von Großbritannien eingesetzten britischen Gouverneur. Der Weg Faisals ist ein überaus interessanter, gerade wenn man sich mit Kolonialgeschichte beschäftigt. Faisal, der an der Spitze dieses arabischen Heeres bis nach Syrien vorgestoßen war und dort von der örtlichen Bevölkerung zum König von Syrien ausgerufen wurde, was sich allerdings nicht in die britisch-französischen Absprachen einfügte,
Ich glaube nicht, dass sie eine Chance gehabt hätte, denn das waren ja Beduinen, Leute der Wüste. Und man hat sehr schnell gemacht, dass sie in Damaskus, was Damaskus galt als die Hauptstadt Arabiens an für sich, dass sie da doch als ein bisschen als Wilder betrachtet wurden. Nicht? Und dass diese Städter, diese Beduinen etwas verachteten. Bei den Friedensverhandlungen von Versailles verteilen die Siegermächte die osmanischen Territorien im Nahen und Mittleren Osten neu. Im ehemaligen türkischen Reich erhält Frankreich die gesamte Levante-Küste und Südanatolien als Einflusssphäre. England erhält das Zweistromland zwischen Euphrat und Tigris mit Bagdad, dem Hafen Basra und das Erdölgebiet nördlich von Bagdad. Auch Italien und Russland bekommen etwas von der Beute ab. Ein Großteil Syriens kommt unter französisches Mandat. Die Briten erhalten zudem weitere Gebiete des heutigen Irak und Jordaniens, um ihre Landverbindung zwischen Ägypten und Indien herzustellen. Der alte Kolonialismus, in dem ganz einfach annektiert und eine Kolonie errichtet wurde, war in der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg einer westlichen Öffentlichkeit nicht mehr ohne weiteres zu vermitteln. Es wurde also eine neue Form gesucht. Und diese neue Form wurde Mandat genannt, in dem also europäische Mächte gewissermaßen als Ersatzeltern die eroberten Gebiete bzw. die Bevölkerung dort unter ihren Schutz nahmen und allmählich, so jedenfalls die Idealerwartung, allmählich in die Selbstverantwortung, in die Selbstverwaltung und schließlich in die Unabhängigkeit führen würde. Im großen Spiel der imperialistischen Mächte hat König Faisal wenig Chancen auf Erfolg. Faisal hatte den Anspruch, Herrscher eines arabischen Königreichs zu sein. Das widersprach den französischen Vorstellungen. Sie wollten ihn nicht. Und der Kompromiss sozusagen aus britischer Sicht war zu sagen, wenn du dort nicht König sein darfst, dann bieten wir dir ein zwar minderes, aber doch anderes Königreich, nämlich im Irak an. Was ein interessanter Schachzug ist, Irak, eines der Mandate, das die Briten nach dem Ersten Weltkrieg zugesprochen bekommen hatten. Eine Monarchie hat es dort nicht gegeben, das war also eine britische Erfindung. Sie setzten jemand drauf, der auf jeden Fall kein Landeskind war. Also schon eine bemerkenswerte Rochade. Seit Kriegsende ist in Palästina zunächst eine britische Militärverwaltung eingesetzt. 1920, nach der Konferenz von Sanremo, erhalten die Briten vom Völkerbund das Mandat über Palästina und bauen eine eigene Zivilverwaltung auf. Die arabische Bevölkerungsmehrheit wollte recht bald in die Unabhängigkeit gelangen. Auf der zionistischen Seite war die pro-britische Fraktion recht stark. Und von der wurden von früher Stunde an ganz dezidierte Forderungen an die britischen Entscheidungsträger geäußert. Und die lauteten: sofortige Umsetzung der Balfour-Erklärung, zumindest in dem Sinne, dass jüdische Einwanderung uneingeschränkt zugelassen würde, dass jüdische Siedlung uneingeschränkt zugelassen, ja gefördert werde und generell der Aufbau eines jüdischen Gemeinwesens, einer jüdischen Heimstätte in Palästina nicht einfach nur geduldet, sondern aktiv unterstützt werden sollte. Nach 1919 kommen weitere 35.000 jüdische Einwanderer ins Land. Sie stammen meist aus Russland. Sie kaufen Land, das nach zionistischen Vorstellungen nie wieder zurück in arabische Hand fallen soll. Diese Einwanderer fühlen sich als die Pioniere des neuen Israel. Die Juden, die kommen und siedeln, gehen in entweder tatsächlich ungenutzte Gebiete oder sie kaufen Land von arabischen Grundbesitzern. Und sie bringen Technologie mit, sie bringen landwirtschaftliche und andere Kenntnisse mit. Und man schaute am Anfang, mit Ausnahme von wenigen warnenden Stimmen, eigentlich noch ganz positiv hin. Durch moderne Bewässerungssysteme machen die Immigranten bisheriges Brachland urbar. Aus ihrer Heimat bringen sie neue, effektive Anbaumethoden mit. Man investiert in den Anbau von Zitrusfrüchten, die für den Export bestimmt sind.
Die Neuankömmlinge erleben eine exotische und fremde Welt. Im gesamten Orient, von Tunesien bis zum Iran, scheint die Zeit stehen geblieben zu sein. Das Leben hier vollzieht sich seit Jahrhunderten in denselben geordneten Bahnen. Handwerk und Landarbeit werden nach alter Väter Sitte verrichtet. Die arabischen Fellachen hier bei der Papyrusernte sind der neuen, schnellen Konkurrenz aus Europa nicht gewachsen. Auf dem Land, das zum Beispiel einem städtischen Großgrundbesitzer gehörte, lebten Pächter. Durch den Wechsel des Besitzers änderte sich für diejenigen, die auf dem Land tatsächlich lebten und die von ihm lebten, schon einiges. Denn häufig, wenn auch nicht immer, kam es dazu, dass die neuen jüdischen Besitzer nun dieses Land für exklusiv jüdischen Besitzer erklärten. Jedenfalls dann, wenn sie zionistisch inspiriert waren. Sie versuchten also, die nicht-jüdischen Pächter oder Beduinen oder sonstigen Nutzer von diesem Land wegzubringen. Das konnte in Form von Vertreibung geschehen. Es konnte aber ganz einfach sein, dass man einen Zaun drum zog und dafür sorgte, dass der ehemalige Besitzer sie vorher wegschickte. Nun war es häufig allerdings auch so, dass durch diesen Landerwerb durch Unternehmer, Agrarunternehmer gewissermaßen, jüdische, neue Arbeitsmöglichkeiten entstanden, sodass auch wieder Nichtjuden, Araber, muslimischen oder christlichen Glaubens durchaus angezogen wurden. Also es konnte Abstoßung und Anziehungseffekte geben. Und insofern muss man sich auch nicht wundern, dass die Reaktionen auf diesen jüdischen Landkauf unterschiedlich waren. Damals bestand ja noch die Hoffnung, konnte man noch die Hoffnung haben, dass da eine Komplementarität entstehen würde zwischen den hochtechnisierten, sehr westlich zivilisierten Israelis und den Arabern, die über Israel dann in den Weg in die Moderne finden würden. Aber das war eben ein Trugschluss. In dem Moment, wo man sein eigenes Land verliert, dann ist man eben nicht konzessionsfreudig. Erst als klar wird, hier geht es darum, ein eigenes nationales Projekt aufzubauen, das nicht bereit ist, die arabische Prägung des Landes zu akzeptieren, kommt es zunehmend auch zu Auseinandersetzungen. Die jüdischen Einwanderer streben nach Eigenständigkeit. Bereits 1909 haben sie in der Nachbarschaft der arabischen Stadt Jaffa eine neue Stadt gegründet, Tel Aviv. Neben der praktischen Aufbauarbeit genießen identitätsstiftende Projekte auf geistigem Gebiet bei den Zionisten höchste Priorität. Sie gründen Universitäten, wo auf Hebräisch gelehrt werden soll. Dies ist ein wichtiger Schritt zur Wiederbelebung dieser alten Sprache, die im Alltag in Palästina schon lange nicht mehr gesprochen wurde. Die jüdische Nationalbewegung hatte ein Projekt, sie hatte ein Nationalstaatsprojekt. Und dazu gehört eben mehr als nur Landwirtschaft. Dazu gehören auch Fabriken, dazu gehören Kraftwerke, dazu gehören Universitäten. Die zionistischen Aktivitäten lösen 1921 in Jaffa erste Unruhen aus. 43 Juden werden ermordet. Als in derselben Stadt die Hafenarbeiter streiken, beginnt man mit dem Bau eines hölzernen Piers in Tel Aviv. Daraus entwickelt sich schließlich ein weiteres zionistisch-nationales Projekt, der Ausbau des Provisoriums zum Seehafen. Unter der zionistischen Bewegung gab es unterschiedliche Strömungen. Die vielleicht eindrucksvollste, jedenfalls auch stärkste, war die Linke. Sozialistische, die versuchte, in Palästina nicht irgendeinen jüdischen Staat zu schaffen, sondern einen Staat, der die Juden auf eine ganz neue Grundlage stellen würde. Neue Produktionsbedingungen, neue Arbeitsbedingungen und ein Musterexemplar für diesen neuen Juden und die neue jüdische Arbeit, das neue jüdische Leben,
waren Kibbuzim, also gemeinschaftliche Siedlungen, in denen kein Privatbesitz mehr vorherrschte, sondern in dem eine Gemeinschaft zusammenlebte, zusammen produzierte und das Erwirtschaftete teilte. Eine sozialistische Lebensform und Gemeinschaft, die in den 20er Jahren zusehends um sich griff, eine ganz markante und ganz neue Entwicklung, für die es anderswo keine Entsprechung gab. Die arabische Nationalbewegung, die dann zunehmend zu einer palästinensisch-arabischen Nationalbewegung wird kritischer. Man versucht, die eigene Bevölkerung davon abzuhalten, Land an Ausländer, was in dem Fall jüdische Ausländer sind, zu verkaufen. Es kommt auch zu Auseinandersetzungen, zu Übergriffen. Die jüdischen Siedlungen beginnen ihre eigenen Bürgerwehren zu errichten und die Situation wird konfrontativer zunehmend. Die palästinensischen Nationalisten beobachten, dass der Irak und Ägypten zumindest nominell von den Briten in die Unabhängigkeit entlassen werden. Im eigenen Land gibt es dagegen keinerlei Fortschritte. Einzelne Massaker, verübt an Juden, verdichten sich bis Mitte der 1930er Jahre zum arabischen Aufstand gegen die britische Mandatsherrschaft. Anstifter der antijüdischen Aktionen ist Amin al-Husseini, den die Briten im Jahr 1921 zum Mufti von Jerusalem ernennen. Mit diesem Amt soll Husseini, Spross einer einflussreichen Familie, als geistlicher Autorität in die britische Regierung eingebunden werden. Man erwartet von ihm, dass er für Ruhe unter den Arabern sorgt. Der Großmufti gehörte natürlich der Oberschicht an, war wohl die angesehenste Person unter den Palästinensern. In der Religiosität kein Fanatiker, aber natürlich ein arabischer Nationalist und ein absoluter Feind des Zionismus. Eine, wenn man schon will, ironische Wendung. Ein Vertreter der angestammten Oligarchie, wenn Sie so wollen, gefördert von den Briten, wächst zusehends in die Rolle des nationalen Führers der sunnitisch-muslimischen arabischen Bevölkerung hinein und stellt sich im Laufe der 30er Jahre deutlicher als zuvor gegen die britischen Interessen. 1936 beginnt die offene arabische Revolte gegen die britische Mandatsverwaltung. Die Aufständischen liefern sich Straßenschlachten mit den Besatzungstruppen. Immer wieder greifen sie Juden an. Die werden aus den gefährdeten Wohngebieten Jerusalems evakuiert. Die Unruhen ziehen sich über Jahre hin und werden von Massenstreiks begleitet. Hunderte von Juden sterben durch Anschläge der arabischen Nationalisten. Die Briten lassen nun eine jüdische Hilfspolizei zu. Deren Mitglieder bilden ihre Glaubensbrüder und Schwestern für den paramilitärischen jüdischen Selbstschutz, die Haganah, aus. Das liegt schon nahe, dass die Briten letztlich die zionistisch-jüdische Seite bevorzugten, weil sie ihnen in jeder Hinsicht näher stand. Die Führer der zionistischen Bewegung waren selber Europäer. Sie sprachen gewissermaßen die Sprache eines europäischen Politikers. Sie kannten die Bezüge, in denen die Briten dachten. Sie sprachen selber so, sie dachten selber so. Sie waren kulturell näherstehend und sie waren politisch eine Macht. Es gab unter den britischen Autoritäten immer auch Männer und Frauen, die sich der Verantwortung gegenüber den Arabern sehr wohl bewusst waren. Aber häufig hatte das einen paternalistischen Anstrich, also so ein sich herabbeugen.
etwas Gutes tun für die zurückgebliebenen Araber, denen man schon Zugang zu mehr Bildung verschaffen wollte, die man aber nicht politisch gleichwertig anerkennen wollte. Und das war einfach eine stete Reibung, die nicht aufgelöst werden konnte. Ein maßgeblicher Auslöser für den arabischen Aufstand ist die Einwanderung von Juden in das Land. Seit 1933 sind im Deutschen Reich die Nationalsozialisten an der Macht. Dadurch verschärft sich der Auswanderungsdruck auf die Juden in Deutschland. Diejenigen, denen nach systematischer Ausplünderung durch die Deutschen die Flucht gelingt, verschlägt es häufig mangels Alternative nach Palästina. Zu Ende sein und dann wird den Juden das freche Lügenmaul gestoppt werden. Diese jüdische Frechheit hat länger gelebt, als sie in Zukunft noch leben wird. Bis 1939 schicken die Briten zusätzliche 20.000 Mann nach Palästina, die den Aufstand blutig niederschlagen. Allein 1938 werden über 1.700 Araber getötet. Nachdem wieder Ruhe eingekehrt ist, beschließt man in London, angesichts des drohenden Krieges mit Deutschland, den Arabern Zugeständnisse zu machen. Damit die Lage im Nahen Osten zukünftig ruhig bleibt, beschränken sie die Zuwanderungsmöglichkeiten für Juden. Um illegale Einwanderung nach Palästina zu unterbinden, richten sie an der Levante-Küste eine Seeblockade ein. Die Briten versuchen zumindest für eine Zeit, die jüdische Einwanderung zu begrenzen. Sie sehen, dass ihre Politik, Mandatsherrschaft aufrechtzuerhalten und gleichzeitig jüdische Einwanderung zu erlauben, ihnen die Dinge aus der Hand gehen lässt im Mandatsgebiet Palästina. Und man versucht eben der arabischen Mehrheitsbevölkerung und deren politischen Repräsentanten näher zu kommen, indem man sagt, wir werden die jüdische Einwanderung jetzt begrenzen. Auch Flüchtlingsschiffe aus dem Deutschen Reich werden nun zum Abdrehen gezwungen. Das war eine hochdramatische und ich glaube, in dem Fall kann man wirklich mal sagen, tragische Situation. Denn auf der einen Seite ist ja ganz selbstverständlich, dass auf diesen Schiffen Flüchtlinge aus Europa waren, die vor dem Tod geflohen waren und für die Palästina tatsächlich der Hafen war. Gleichzeitig war aus der Sicht der arabischen Bevölkerung das Dilemma ganz offenkundig. Denn je stärker die Judenverfolgung in Europa, desto größer der Druck auf sie, ihrerseits Zugeständnisse zu machen, ihrerseits etwas aufzugeben, um dieser menschlichen Tragödie zu begegnen. Im Frühjahr 1941 beginnt Rommel mit dem Deutschen Afrikakorps seinen ersten Vorstoß Richtung Ägypten. Der Nahe Osten gerät ins Blickfeld der deutschen Kriegsstrategie. Im Zweiten Weltkrieg wird der Nahe- und Mittlere Osten, muss man sagen, zunehmend wichtig, sowohl für die Alliierten als auch für Deutschland. Man weiß mittlerweile, dass es ein ressourcenreicher Ort ist. Der Irak stand 1941 unter britischer Mandatsherrschaft. Im Irak hatte sich aber früher als zum Beispiel in Palästina eine nationalistische arabische Bewegung herausgebildet, die auch in der Armee verstärkt Fuß fasste und die 1941 dann in einem militärischen Putsch gipfelte gegen die britische Besatzung, gegen die britische Mandatsherrschaft im Lande, wobei die Führer dieses arabischen Militärputsches Kontakt suchten zu Nazi-Deutschland, indem sie den Feind ihres Feindes sahen. Es hat ja damals das deutsche Unternehmen
nach Bagdad gegeben. Ich hatte die Regierung von Nuri Said war ja gestürzt worden, wurde dann auch umgebracht. Und kurze Zeit, ein paar Tage, hat dann diese pro-deutsche Fraktion von Rashid al-Gailani tatsächlich die Macht ausgeübt. Im Mai 1941 schlagen die Briten den Putsch im Irak nieder. Kurz darauf überfällt die Wehrmacht auf Hitlers Befehl die Sowjetunion. Im August 1941 besetzen daraufhin die Briten gemeinsam mit den Russen den Iran. Iran ist einer der Schauplätze, die wichtig werden, weil es hier um die Versorgung der alliierten Truppen geht. Wir haben von Norden her russische Truppen, die Teile des Iran besetzen. Wir haben britische Truppen, die Teile des Iran besetzen. Der Iran war ja zwei Zonen geteilt, die nördliche Zone der Russen und die südliche Zone der Engländer. Wobei die Russen, das erzählten die Iraner immer, sich vorbildlich verhalten haben. Es gab keine Plünderungen, Übergriffe und so weiter. Sie waren also nicht so verhasst wie die Engländer. Den Engländern traute man alles zu damals. Das war der Scheitan in Person. Der Iran wird bald zum wichtigsten Transitland für den Nachschub an militärischer Ausrüstung für die Rote Armee. Vor allem die USA schicken im Rahmen des Lend-Lease-Programms ab Ende 1941 insgesamt 4,1 Millionen Tonnen an Munition und schwerem Gerät an die Sowjetunion. Das Kriegsmaterial wird über den Persischen Korridor nach Turkmenistan geliefert. Nach der Übergabe geht das Material direkt an die Front, wo es gegen die Wehrmacht eingesetzt wird. Die hat sich im Kaukasus bedrohlich nah an die Ölvorkommen des Mittleren Ostens herangekämpft. Die Deutschen sind dringend auf die Eroberung neuer Rohstoffquellen angewiesen. Unterdessen haben Rommels Truppen im Sommer 1942 ägyptisches Territorium erreicht. Sie stehen knapp 100 Kilometer vor Alexandria und bringen die Engländer ernsthaft in Bedrohung. Nicht wenige Araber setzen ihre Hoffnungen auf die Deutschen. Der Vorstoß Rommels wurde unterschiedlich aufgenommen. Es gab solche, die auf die Straße gingen in Kairo im Jahr 1942 und die riefen vorwärts Rommel, weil sie sich von ihm die Befreiung von der britischen Herrschaft versprachen. In der arabischen nationalistischen Bewegung gab es Vertreter einer Linie, die auf Bündnis mit Hitler setzte. In Ägypten, in Palästina, in Syrien, im Irak, an anderer Stelle. Und es gab solche, die es von vornherein abgelehnt haben, weil sie aufmerksam verfolgt haben, was in Deutschland passierte. Amin al-Husseini, der den Putsch im Irak unterstützt hatte, flieht 1941 von Bagdad nach Berlin. Er will Hitler davon überzeugen, die Juden aus Palästina zu vertreiben. Amin al-Husseini stellte sich also in aller Form in den Dienst der Nazis und bot sich an, für die Nazis muslimische Freiwillige auszubilden, zu schulen und gewissermaßen ein muslimisches Heer zu schaffen. Da war er auch aktiv und hat in dieser Funktion unbestreitbar nationalsozialistische Interessen verfolgt, ihnen gedient und antisemitische Propaganda betrieben und mehr als das, nicht nur Propaganda betrieben. Er war zu dieser Zeit aber, um es ganz deutlich zu sagen, nicht in Palästina, aber nicht das Oberhaupt der arabischen Bewegung Palästina. Einige hundert arabische Freiwillige werden ab 1942 von der Wehrmacht rekrutiert. Doch ihre Zahl reicht weder, um die Niederlage Rommels vor El Alamein zu verhindern, noch dienen sie wirklich dazu, die hochgesteckten Ziele des Mufti zu verwirklichen.
Immerhin sorgt Heinrich Himmler persönlich dafür, dass die Muslime als rassisch wertvoll eingestuft werden und kein Schweinefleisch essen müssen. Der Reichsführer SS steht in engem Kontakt zu Amin al-Husseini. Er ist dann nach Berlin gegangen und wurde von Hitler empfangen und hat dann auch den Deutschen groß gemacht. Er ist dann nach Bosnien gegangen, wo ja eine bosnische Legion Ranja aufgestellt wurde, nur mit Muslimen, die sehr, sehr energisch gekämpft haben. Kurz vor Kriegsende befiehlt Himmler die Aufstellung eines osttürkischen Verbandes der Waffen-SS. Eine Division soll von Harun al-Rashid, einem zum Islam konvertierten Deutschen, aufgestellt werden, der zuvor als Himmlers Verbindungsmann zum Mufti fungierte. Im Sommer 1944 wird die Truppe mit anderen Einheiten zusammengelegt und schließlich sogar bei der Niederschlagung des Warschauer Aufstandes eingesetzt. Doch auch diese Einheit kommt zu spät für Hitlers Endsieg und erreicht niemals auch nur annähernd die Größe eines muslimischen Heeres, das sich Amin al-Husseini erträumt hat. Dann ist er nach dem Ende des Krieges, bei Niederlage des Dritten Reichs, ist nach Frankreich geflohen. Und es gibt ein Gerücht, die sagt, der französische Geheimdienst hätte in den Orient wieder zurückgeschleust, um den Engländern richtig Schwierigkeiten zu machen. Gegen Kriegsende mischt sich eine neue Großmacht in die Geschicke des Nahen und Mittleren Ostens ein. US-Präsident Roosevelt trifft sich nach der Konferenz von Yalta im Februar 1945 auf einem US-Kriegsschiff, das vor dem Suezkanal ankert, mit dem ägyptischen König Farouk I. und Abd al-Aziz ibn Saud, dem König von Saudi-Arabien. Roosevelt sondiert die Lage in Palästina. Der saudische Herrscher erklärt, dass die Araber eher sterben würden, als den Juden Land zu geben. Die USA spielten bis zum Zweiten Weltkrieg in Palästina nur eine ganz sekundäre Rolle. Und während des Zweiten Weltkriegs und dann natürlich nach dem Zweiten Weltkrieg, als die katastrophale Situation in Europa deutlicher wurde, formierte sich in den USA eine Bewegung von Juden, aber nicht nur von Juden, die darauf drängte, dass die Situation der Juden in Europa und anderswo gelöst wird und die sehr stark darauf gedrungen haben, dass nun das Balfour-Versprechen gewissermaßen umgesetzt wurde und in Palästina den Juden eine nationale Heimstätte, ein Staat, ermöglicht wird. Die Bilder aus den befreiten Konzentrationslagern gehen um die Welt. Und nun wächst der Druck zum Aufbau eines Staates der Juden. Truman, so hört man, sagen die amerikanischen Historiker, war kein großer Anhänger der Idee eines jüdischen Staates, aber es gibt eben auch Innenpolitik in den USA. Es gibt den Beginn dessen, was wir heute eine pro-israelische Lobby in den USA nennen, und sicherlich innenpolitische Konsiderationen von Truman, sich letztlich mit dafür zu entscheiden, dass man den Aufbau des zukünftigen Staates Israel unterstützen wird. Während des Krieges hat die britische Marine die illegale Einwanderung nach Palästina unterbunden und Flüchtlingsschiffe auf hoher See abgefangen. Diese Politik wird auch nach 1945 beibehalten. Die Briten versuchten auch nach dem Krieg noch ihre bisherige Politik fortzusetzen, also immer noch irgendeine Art von Ausgleich zu finden zwischen jüdischen Interessen, sagen wir zionistischen Interessen auf der einen Seite und arabisch-nationalistischen Interessen auf der anderen. Zunehmend wurde klar, dass das nicht gehen würde. Die von den Briten während des Krieges internierten Flüchtlinge werden nun unruhig. Sie wollen ihre Lager auf Mauritius und Zypern verlassen. Viele ehemalige KZ-Insassen leben immer noch als Displaced Persons in deutschen Auffanglagern. Auch ihnen wird von den Briten die Ausreise nach Palästina verweigert. Wie hier in Frankfurt
demonstrieren sie für ihr Einreiserecht und einen eigenen Staat. In der zionistischen Bewegung gab es nach dem Krieg unterschiedliche Positionen, auch unterschiedliche Argumente. Es gab diejenigen, die nach wie vor darauf setzten, Großbritannien gewissermaßen als strategischen Partner beizubehalten, also nicht unnötig zu reizen, nicht unnötig zu provozieren und zu versuchen, doch im Einverständnis mit den Briten das eigene Aufbauwerk fortzusetzen. Es gab aber auch diejenigen Kräfte, die sich damit einfach nicht mehr zufrieden geben wollten. Das übliche Muster, die sagten, es geht nicht, die Briten unterstützen nicht genug, wir müssen gegen die Briten kämpfen, wir müssen unseren Interessen mit Gewalt zum Durchbruch verhelfen. Und wenn das bedeutet, dass wir auch britische Installationen im Lande angreifen, Militärstationen, Polizeistationen, zivile Einrichtungen, dann sei es, weil die Briten sich doch nicht genug auf unsere Seite stellen und allein durch die militärische Durchsetzung unser Ziel erreicht werden kann. Das war eine Argumentation, wie man sie aus anderen Kontexten auch kennt und die im konkreten Fall bedeutete, dass bestimmte zionistische militärische Gruppen zu terroristischen Mitteln griffen, die sich gegen Araber ebenso richteten wie gegen die Briten, ja auch gegen Juden, die der eigenen Linie nicht folgten. Die jüdischen Terrorgruppen sind gut organisiert. Sie gehen sorgfältig und geplant vor. Die Engländer tun sich mit diesem Gegner weit schwerer als vor dem Krieg gegen die Araber. Es ist ja dann nachher zu heftigsten Konflikten zwischen der britischen Besatzungsarmee in Palästina und den jüdischen Organisationen gekommen, weit mehr als mit den Arabern. Nicht? Aber da war die Haganah, die wollen wir noch am Rande erwähnen, nicht? Aber es gab die Irgun Zwariumi, es gab die Sternorganisation, die waren ja nicht von Papa, die haben das größte Hotel mit allen Engländern in die Luft gesprengt und so weiter. Im Juli 1946 kommen bei einem Anschlag jüdischer Terroristen auf das King David Hotel in Jerusalem, dem Hauptquartier der britischen Mandatsverwaltung, 91 Menschen ums Leben. Ein Jahr darauf sollen britische Einheiten das Einlaufen des Immigrantenschiffes Exodus 1947 verhindern. Die Überlebenden des Holocaust setzen sich diesmal zur Wehr. Sie wollen sich nicht abweisen lassen. Es gibt Tote und Verletzte. Es gehörte immer zur Raison d'être des zionistischen Projekts, Einwanderung zu fördern. Ohne Einwanderung, ohne das notwendige menschliche Potenzial hätte der Staat Israel nicht überleben können. Insofern ist es auch erklärlich, dass die größten Konflikte zwischen der jüdischen Nationalbewegung und der britischen Mandatsmacht immer dann entstanden, wenn die Briten weitere jüdische Einwanderung nach Palästina begrenzen oder stoppen wollten. Zunehmend wurde den Briten auch klar, dass sie unverhältnismäßig viel investieren mussten, um die Lage überhaupt unter Kontrolle zu halten. Großbritannien ging aus dem Zweiten Weltkrieg, wie wir wissen, stark geschwächt hervor. Es machte sich die Erkenntnis breit, dass es seine Kolonialpolitik nicht würde aufrechterhalten können, dass es sich zurückziehen müsste. In Indien wurde der entscheidende Schritt 1947 vollzogen und das war auch für Palästina absehbar, dass die Briten sich zurückziehen würden, weil sie gescheitert waren. Gescheitert vor Ort und nicht mehr in der Lage, wie früher noch in großem Maße Polizei und militärische Kräfte ins Land zu bringen, um dort Widerstand zu unterdrücken. Daher diese sukzessive Rücknahme des eigenen Engagements, ja schließlich, wenn man so will, doch die zumindest diplomatische Kapitulation, die Ankündigung des Rückzugs und die Übergabe dieses schwierigen Problems an die Vereinten Nationen. Die UNO ist als Nachfolgeorganisation des Völkerbundes dann auch die Organisation, die letztlich entscheidet, was mit zurückgegebenen Mandaten zu geschehen hat. Eine der hauptpolitischen Linien der UNO wird von da an heißen Dekolonisierung. Also die Staaten, die Kolonien von europäischen Staaten waren oder in irgendeinem semikolonialen Status unter der Kontrolle westlicher Staaten stand, in die Unabhängigkeit zu leiten.
1947 beschließt die UNO-Generalversammlung gegen die Stimmen der arabischen Staaten die Teilung Palästinas. Es soll einen jüdischen und einen arabischen Staat geben. Ein Votum, das gefasst wurde und in Teilen der Welt begrüßt, in anderen verurteilt, unter den Arabern in Palästina löste es Entsetzen aus. Für die arabische Bevölkerung sah es immer noch so aus, dass auswärtige Kräfte einen Teil ihres eigenen Landes jemand anderem gaben, damit er dort einen eigenen Staat gründe. Ich habe voll verstanden, dass nach diesem schrecklichen Schicksal der Juden Europas das Bedürfnis nach einem Staat der Juden stärker geworden ist und sich Bahn gebrochen hat. Und insoweit war die Anerkennung dieser Staatsgründung historisch und moralisch gerechtfertigt. Das wird als Faktum auch heute weltweit ja gesehen. Die arabische Bevölkerung hat immer noch die Mehrheit in Palästina zu diesem Zeitpunkt, aber der jüdische Bevölkerungsanteil ist so substanziell, dass man ihn nicht mehr ignorieren kann. Und man kann ihn vor allem vor dem Hintergrund des Holocaust nicht mehr ignorieren. Insofern kommt die UNO zu der Entscheidung, eine Teilung des Landes vorzusehen. Da hat es sehr unterschiedliche Pläne gegeben, die vorgelegt worden sind. Letztlich entscheidet man sich für ein Projekt, was auf der Karte nicht sehr lebensfähig aussieht, von einem jüdischen und einem arabischen Staat, die nebeneinander existieren sollen und einer gemeinsamen Anwesenheit bzw. parallelen Anwesenheit in Jerusalem. Während die Briten nach und nach ihre Kontrollposten abbauen und Truppen aus Palästina abziehen, kommt es zwischen Juden und Arabern zu bürgerkriegsähnlichen Zuständen. Die Haganah, Vorläuferorganisation der israelischen Armee, und die radikalen zionistischen Vereinigungen streben danach, das im UNO-Teilungsplan für Israel vorgesehene Territorium auf Kosten der Araber zu arrondieren. Auf der arabischen Seite kam es zu Massakern an Juden. Auf jüdisch-zionistischer Seite kam es zu Massakern und Vertreibungen, die zusehends systematisiert wurden. Und unter den unterschiedlichen Massakern und Vertreibungen sticht eines hervor, nämlich das Massaker von Deir Yassin, an dem wiederum maßgeblich eine dieser terroristischen Untergrundorganisationen beteiligt war, die das Ziel hatte, Araber tatsächlich zu vertreiben, einen durch Schrecken zu vertreiben, hier gewissermaßen ein Exempel zu statuieren. Das Ziel von solchen Massakern, wenn sie denn zielgerichtet verübt worden sind, war das gleiche wie in jedem Bürgerkrieg. Erstmal einen feindfreien Raum zu schaffen, auch für die Ansiedlung der anderen, und dann, was die Essenz von Terror ist, Furcht zu verbreiten. So viel Furcht, dass möglichst andere gleich selber gehen. Am 14. Mai 1948 endet offiziell das britische Mandat über Palästina. Am selben Tag ruft Ben-Gurion, unter dem Porträt Theodor Herzls stehend, den Staat Israel aus. Wenige Minuten nach seiner Rede erkennen die USA den neuen Staat an. Am nächsten Tag folgt die Antwort der arabischen Nachbarstaaten. Man hat sich in einen sehr schlecht vorbereiteten Krieg gegen dieses neue Staatswesen begeben. Aus Ägypten, aus Syrien, aus Jordanien haben sich Truppen in Bewegung gesetzt, um Palästina zurückzuerobern oder zu befreien. Das ist letztlich eine Frage des Standpunktes. Aber es gab, das hat man sehr schnell gesehen, ganz wenig Koordination. Am effektivsten waren sicherlich die jordanischen Streitkräfte. Jordanische Truppen marschieren im Westjordanland und in Jerusalem ein.
Hier liefern sie sich heftige Gefechte mit der israelischen Armee. Die gewinnt zwar an allen anderen Frontabschnitten die Oberhand, in Jerusalem jedoch geht der Kampf unentschieden aus. Die Stadt bleibt bis 1967 geteilt. Der neue jüdische Staat war determinierter. Er hatte in gewisser Weise mehr zu verlieren. Und sie waren besser ausgebildet und besser ausgerüstet. Es gab keine Waffengleichheit. Das ist ein bisschen eine Fehldarstellung in der israelischen Geschichtsschreibung, dass sozusagen der kleine jüdische David dem großen arabischen Goliath gegenüberstand. 1949 kommt es schließlich zum Waffenstillstand, der von der UNO beaufsichtigt wird. 6.000 Israelis sind gestorben. Das entspricht 1% der damaligen Bevölkerung. Ein endgültiger Friede kehrt nicht ein. Die Araber erkennen weder den Staat Israel noch seine neuen Grenzen an. Die unmittelbare Konsequenz war auf der einen Seite tatsächlich Konsolidierung des Staates Israels als Staat mit allem, was dazugehört, und andererseits Flucht und Vertreibung der Palästinenser. Also hier ein doch weitgehender Erfolg. Da, wenn wir auf die arabischen Palästinenser blicken, vollkommenes Scheitern, Gründung nicht einmal eines arabischen Rumpfstaates. Mehr als 700.000 palästinensische Araber fliehen in den Libanon nach Syrien oder Jordanien, wo sie und ihre Nachkommen ihr Leben in Lagern fristen. Die Flüchtlingsfrage ist bis heute ein entscheidendes Problem bei der Lösung des Konflikts. Die unfähigen Herrscher der arabischen Staaten werden für Al-Nakba, die Katastrophe, verantwortlich gemacht. Fast alle werden gestürzt. 1952 trifft es König Faruk von Ägypten. Das eigene Militär putscht ihn vom Thron. Und die ägyptische Armee, und das war eben der Grund zur Revolte der jungen Offiziere in Kairo, die war mit einem so erbärmlichen Material ausgestattet. Die Dynastie hatte das Geld, sagen wir, in falsche Waffen, die Munition funktionierte nicht. Die Armee war völlig desorganisiert und das hat zur ägyptischen Revolution geführt, weil einfach die Armee sich verraten fühlte durch die eigene Monarchie. Im Juni 1952 kam in einem übrigens unblutigen Coup eine kleine, in der Bevölkerung noch gar nicht verankerte Gruppe von Offizieren an die Macht, Offiziere mittleren Ranges, die sich die freien Offiziere nannten. Frei, weil sie sich selber und das Land befreien wollten von kolonialer Vorherrschaft, ganz konkret den Briten, die im Lande immer noch mit einer Militärbasis in Suez präsent waren und auch in Kairo noch. Und unter diesem Vorzeichen auch den Kampf gegen Israel auf ihre Fahnen schrieben. Israel aus ihrer Sicht als Symbol für die Fremdbestimmung der ganzen Region. Gamal Abdel Nasser, der neue starke Mann in Ägypten, geht schon bald mit russischer Rückendeckung auf Konfrontationskurs zu Israel. Der Gazastreifen in der Wüste Negev erzittert unter täglichen Guerilla-Angriffen. Im Grenzgebiet liegen überall Fahrzeugwracks verstreut, während Kugeln über das Land schwirren. Dieser LKW eines Zivilisten wurde von Kugeln durchsiebt. Natürlich gibt es im Mittelmeerraum, nicht zuletzt durch den Suezkanal, das haben wir ja geschichtlich erlebt, auch strategische Interessen, sowohl des Westens wie des Ostens. Das hat in der Zeit des Kalten Krieges eine ganz entscheidende Rolle gespielt. Im Jahre 1956 verstaatlichte die ägyptische Regierung, inzwischen deutlich geführt von Gamal Abdel Nasser, der ist ganz allmählich ganz klar an die Spitze getreten war, den Suezkanal, der sich ja in internationalem Besitz befand und an dessen Ufer in Ismailia die Briten auch nach wie vor eine ihrer großen Basen im Mittleren Osten hatten, also militärischen Stützpunkte. Um damit diesem Ziel der nationalen Befreiung und Selbstbestimmung auch zum Durchbruch zu verhelfen. Die Enteignung britischer Banken, die Anteile am Kanal halten, alarmiert die Regierung in London. Nasser kann sich hingegen auf die stillschweigende Zustimmung der Sowjetunion verlassen.
Am 29. Oktober 1956 greift Israel im Gazastreifen an. Von dort geht es weiter nach Ägypten, Richtung Suezkanal. Unterdessen bombardieren Briten und Franzosen die Hafenstadt Port Said am Suezkanal. Der wird schließlich von britischen Truppen besetzt. 1956, also im Suezkrieg, sehen wir, dass Israel sich stark genug fühlt, von sich aus anzugreifen. Sehr schnell vorstößt, eben über den Sinai bis zum Suezkanal. Dabei allerdings unterstützt wird von Großbritannien und Frankreich. Als die Briten noch ungefähr 150 Kilometer vor Suez City stehen, schreiten die Sowjetunion und die Vereinigten Staaten ein. Bevor sich der Konflikt zu einem Krieg der Großmächte ausweitet, stimmen die USA einer gemeinsamen UNO-Resolution zu. Durch amerikanischen Druck werden die Angreifer zum Waffenstillstand gezwungen. Ein Angriff, der dann aber durch Eingriff der Amerikaner zurückgewehrt wurde, die gewissermaßen die Kolonialmächte zurückpfiffen. Das war für Nasser, obwohl er nicht auf der Macht der ägyptischen Armee beruht, ein enormer Erfolg, der ihm eine Breitenwirkung über die arabische Welt hinaus verschaffte, die er vorher nicht gehabt hatte. Die amerikanische Außenpolitik ist natürlich damals bestimmt gewesen, einmal den Einfluss der Sowjetunion gering zu halten und den eigenen Einfluss zu stärken. Natürlich hat aber auch die Energiequellen, die in diesem Raum vorhanden sind, einen erheblichen Einfluss auf die amerikanische Politik gehabt. Und deshalb sieht man schon, dass es sich hier bei den Problemen, um die es hier geht, nicht allein um regionale Probleme geht, auch nicht um Fragen nationalistischen Denkens, sondern dass hier ganz erhebliche globale Interessen mit eingebunden sind. Im Iran herrscht seit 1941 der junge Schah Mohammad Reza Pahlavi, ein enger Freund der Vereinigten Staaten. Als es ab 1952 vor dem Hintergrund einer Verstaatlichung der iranischen Ölvorkommen zu Auseinandersetzungen zwischen dem Schah und seinem amtierenden Premierminister Mossadegh kommt, geht der Schah ins Exil. Ein Jahr später kehrt er zurück. Mohammed Mossadegh hat er zuvor mit Hilfe des amerikanischen Geheimdienstes aus dem Amt gedrängt. Der Politiker wird schließlich des Landesverrates angeklagt. Jemand, der im Volk eine breite Unterstützung hatte und der die Interessen des eigenen Landes nachhaltig vertreten hat, auch gegenüber den Energieinteressen außerregionaler Mächte, dass der Sturz eines solchen Mannes natürlich nationale und auch andere Emotionen bewegt, darf niemanden verwundern. Im Iran ist der Schah, der mit großer Prunksucht und äußerster Härte regiert, verhasst. Er gilt als Lakai der Amerikaner. Letztlich kann man sagen, dass dies auch aus amerikanischer Sicht seine Aufgabe war, nämlich Iran zu einer pro-westlichen Stütze amerikanischer Politik im Mittleren Osten zu machen, die im Zweifelsfall ein Gegengewicht gegen die arabischen Staaten auf der anderen Seite des Persischen Golfes werden würde. Wir dürfen nicht vergessen, dass Iran damals eine gemeinsame Grenze mit der Sowjetunion hatte. Insofern eine sehr, sehr hohe strategische Bedeutung für eine globale geopolitische Eindämmungsstrategie der Amerikaner gegen die Sowjetunion. Dann war eben unter dem Schah Iran eine Dependenz der Vereinigten Staaten. Wenn ich von mir persönlich rede, habe ich nie verstanden, dass die Vereinigten Staaten etwa den Schah für einen stabilen Verbündeten gehalten hätten. Es war offenkundig, dass seine Herrschaft nicht von Dauer sein würde. Seit Ende des Suezkrieges ist es immer wieder zu Spannungen zwischen den Staaten der Arabischen Liga und Israel gekommen.
Am 2. Mai 1967 verkündet Nasser die Sperrung einer Wasserstraße für Schiffe, die das südliche Israel anlaufen wollen. Er weiß, dies ist für Israel ein Kriegsgrund. Die arabischen Staaten erklären, dass Palästina zurückzuerobern wäre, dass man Israel als Staat nicht akzeptieren könnte. Man versucht, ökonomisch Druck auf Israel zu machen, indem man etwa den Zugang zu Israel durch das Rote Meer zu blockieren versucht. Man will Israel nicht anerkennen. Und Israelis bereiten sich vor auf einen Krieg, der dann ja auch später als Präventivkrieg bezeichnet wird. Alle rüsten, alle reden vom Krieg, aber wie es scheint, sind zumindest die arabischen Staaten nicht darauf vorbereitet gewesen, dass es tatsächlich zum Krieg kam. Am 5. Juni 1967 starten israelische Kampfflugzeuge, um die ägyptische Luftwaffe bereits am Boden auszuschalten. Der Coup gelingt. Innerhalb von knapp einer Stunde werden fast 200 Maschinen zerstört. Dieser Schlag ist bereits kriegsentscheidend. Nun stoßen israelische Bodenverbände Richtung Suezkanal vor. Sie erreichen ihn am 9. Juni. Die gesamte Sinai-Halbinsel wird besetzt. Die ägyptische Armee ist vernichtend geschlagen. Zur gleichen Zeit marschiert die israelische Armee ins jordanisch besetzte Westjordanland ein. Ziel ist unter anderem, ganz Jerusalem unter Kontrolle zu bekommen. Von den syrischen Golanhöhen aus wurden in der Vergangenheit immer wieder Artillerieangriffe auf Israel verübt. Nun erobert Israel den Höhenzug. Und dann kam diese fürchterliche Niederlage des Sechstagekrieges, was die tiefste Demütigung war, war der Bruch. Im Grunde zunächst einmal Nasser hat sein Prestige verloren, vor allem die Vorstellung einer arabischen Nation ist da zustande gegangen. Bis dahin haben die Ägypter sich als Araber gefühlt, heute fühlen sie sich als Ägypter. Ein Sieg, der in vielfacher Sicht historisch ist, nicht nur wegen der Kürze des Krieges und des Überraschungserfolgs, sondern weil er Israel das Selbstvertrauen gibt, jetzt tatsächlich seine staatliche Existenz ein zweites Mal verteidigt zu haben. Weil Israel auch durch die geschicktere Öffentlichkeitsarbeit in der Welt, in der westlichen Welt jedenfalls, als die moralisch gute zu unterstützende Kraft gilt. Hier kommt erneut die Metapher von David und Goliath ins Spiel. Aber historisch auch aus ganz anderen Gründen, weil mit dem 67er Krieg ändern sich eigentlich die ganzen diplomatisch, politisch, geopolitischen Gleichungen. Bis dahin, also von 48 bis 67, die ersten 20 Jahre, knapp 20 Jahre, wenn Sie so wollen, ging es in arabischen Staaten darum, ob Israel da eigentlich existieren dürfe oder ob man diesen historischen Betriebsunfall aus arabischer Sicht Israel wieder ungeschehen machen könnte. Nach 67, insofern ist hier wirklich ein großer Schnitt, ging es um die Befreiung, Wiedereroberung, Rückeroberung oder die Freihandlung durch Friedensverhandlungen der besetzten Gebiete. Die Problematik besteht immer noch. Was geschieht mit dem Land? Was geschieht mit Jerusalem? Was geschieht mit denen, die geflohen sind oder vertrieben wurden? Wie geht man damit um, dass die Israelis seit 67 auf den besetzten Gebieten Fakten geschaffen haben, nicht nur Siedlungen gebaut, sondern Wasser abgezapft haben? Wie kann man die Sicherheit Israels gewährleisten, aber auch die Sicherheit der Palästinenser? Wie kann man die legitimen politischen Ansprüche beider Seiten, ihre legitimen Ansprüche auf ein Leben in Sicherheit und Frieden und auch in Würde gewährleisten? Und wir wissen alle, dass es darauf keine klare Antwort gibt.
dass es nach meiner Meinung keine Lösung gibt. Keine Lösung, sondern allenfalls eine Regelung, die vielleicht von der Mehrheit auf beiden Seiten akzeptiert werden kann, gegen die aber nach meiner Überzeugung auf beiden Seiten immer noch Gruppen Sturm laufen werden, sodass man sich auf weiterhin viel Unruhe einstellen muss. Ich sehe keine Möglichkeit, denn das ganze Gerede von der Schaffung eines palästinensischen Staates, ja, wo soll der denn geschaffen werden? Die Leute gucken oft nie auf die Landkarte. Es ist ja nicht nur die Spaltung zwischen Gaza und dem Westjordanland. Das Westjordanland ist in sich ja schon unterteilt durch die israelischen Siedlungen, die fast bis zum Jordan reichen. Ganz zu schweigen von den Grenzstreifen mit Jordanien, der ohnehin unter israelischer Kontrolle ist. Das selbstverständliche Recht eines Volkes, ein Selbstbestimmungsrecht zu verwirklichen, dazu gehört auch einen eigenen Staat zu haben, wenn das Volk das will, und das will es ja ganz offensichtlich, das wird man nicht auf Dauer verwehren können. Und wenn auf der anderen Seite Fakten geschaffen werden, die das schwerer machen, dann bedeutet das, es wird auch schwerer, hier halt die Zeit keine Wunden, weil das Problem ja nicht erledigt ist. Der eine Vorteil beim Land ist, dass man es tatsächlich teilen kann. Ideologien und Identitäten können sie nicht teilen, da können sie nur das eine oder das andere sein. Land können sie teilen, da können sie einen Kompromiss finden. Sie können auch für das Wasser, was unter dem Land liegt, Kompromisse finden. Da können sie Preise festlegen, sobald sie sich einig sind, wem das Land gehört. Das können sie verhandeln. Insofern, der Konflikt ist nicht unlösbar, aber es ist sehr schwer, die notwendigen Mehrheiten auf beiden Seiten zusammenzubekommen und sie gleichzeitig zusammenzubekommen, um beide Seiten zu einem Ja, zu einem Frieden zu bekommen.